Und liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Tag der Arbeit heute hier auf dem Schillerplatz grüßen euch die katholische Betriebsseelsorge, die katholische und evangelische Kirche und die katholische Arbeitnehmerbewegung ganz herzlich. Und es ist für uns auch in diesem Jahr klar, wir als Kirche gehören zu euch hierher auf den Schillerplatz. Und wir tragen auch eure Kernaussage mit: Wir sind viele, wir sind eins. Menschen gehen auf die Straße, treffen sich hier in Göppingen auf dem Schillerplatz. Und ihr erinnert daran, wie wichtig es ist für die Rechte der Menschen, für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzutreten. Und es ist beeindruckend, wie ihr als Gewerkschaften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer alle Menschen einbezieht. Wir sind viele, heißt Junge und Alte, Männer und Frauen, Migrantinnen und Migranten, Beschäftigte, Erwerbslose, Rentner. Und dieses Viele eint. Ihr und wir als Betriebsseelsorge kämpfen für mehr soziale Gerechtigkeit und stehen für eine Gesellschaft, die die Würde der Menschen auch in der Arbeitswelt respektiert und schützt. Der 1. Mai, Anlass, über unsere Arbeit, über unser Arbeiten nachzudenken. Denn Arbeit ist Teil unseres Lebens. Arbeit beschäftigt uns Tag für Tag. Und wenn sie fehlt, fehlt ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und Arbeit hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun, auch Lohngerechtigkeit. Dies fordern wir als Betriebsseelsorge und wir fordern auch keine Zweiklassengesellschaft in der Krankenversicherung. Es ist ein Skandal, dass in der Gesundheitsversorgung unterschieden wird. Wir fordern auch gerechte Finanzierung, hälftig Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein reiches Land. Umso skandalöser ist es, dass viele Menschen in Deutschland abgehängt sind, weil sie arm sind. Der Reichtum in Deutschland muss umverteilt werden. Und es muss endlich Schluss sein, verschiedene Gruppen von Bedürftigen gegeneinander auszuspielen. Und wir werden dies nur erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir solidarisch zusammenstehen. Denn wir sind viele, wir sind eins. Denken wir daran und stärken wir uns in Betriebs- und Personalräten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass ihr euch für Menschen einsetzt und unbequem seid. Danke dafür. Ihr seid hier oft die kleine Flamme, die Menschen Wärme gibt. Und das drücken wir in diesem Jahr mit unseren Streichhölzern aus. Die gibt es am Stand drüben zum Mitnehmen, Erinnern und Weitergeben. Wir wünschen euch eine gute Veranstaltung, laden euch an unseren Stand ein und rufen euch zu. Wir sind viele, wir sind eins. Ja, der 1. Mai ist euer Tag. Vielen Dank.